Geht ja mal los, ey. Wie hieß denn der Geist? Wir müssen ja ein bisschen so auf Sympathie vielleicht ein bisschen mit ihm sappeln. Sandra Martinez, okay. Warte mal, ich mache richtig die schlauen Move. Vielleicht Foto? Durch Facebook. So, Sandra, dann wollen wir mal schauen, ne? Wie deine Butze hier aussieht an sich. Cooles Haus. Aber ich glaube nur am Tag. Hallo? Sandra? Da dachte ich auch am Anfang immer so, oh, Stuhl umgekippt, muss Poltergeist sein. Aber da habe ich irgendwann gecheckt, dass der immer liegt. Ich hoffe, Sandra macht nicht hier gleich das Telefon wieder an. Sie mit ihren Freundinnen sappeln. Okay. Ich habe jetzt mal nur das, du schaffst das gelesen. Bist du da? Also es ist auch das Haus, wo man sich nicht verstecken kann, ne? Ich kann gar nicht während der Jagd entkommen. Ich hoffe, dass er auf die Geisterbox reagiert. Aber eigentlich Geisterbox relativ häufig, ne? Und nicht wieder die komische Voodoo-Puppe. Die soll man nicht berühren, habe ich mal gehört. Aber ich glaube, wenn man alleine ist, ist es doch eigentlich Wumpe, oder? Ich habe da, glaube ich, eine Tür gehört. Oben, sagst du? Ich finde das immer ganz schwer zu orten, wenn man irgendwas hört. Ich würde sagen, gehen noch mal ein bisschen die Räume längs. So. Bist du da? Nur zur Impfung, wir machen gerade fortgeschritten nur mit den Anfängerausrüstung für die tägliche Mission. Weiß nicht, ob das schlau war? Bist du da? Aber schlau kann ja auch jeder, ne? Schlau kann jeder. Hier unten sind wir jetzt auch durch. Ach ja, nur mal so als vorab. Wenn er mir ins Ohr haucht, kann das sein, dass ich mich verjag. Fragen. Hier ist die Tür auf. Danke für den Hinweis schon mal, Timon. Das ist gut, das ist gut. Und er hat das Shampoo runtergeschmissen. Vom Dusch hält er nichts. Drei. Hier ist auf jeden Fall der Raum. Bist du da? Alter, Box reagiert anscheinend nicht. Bist du da? Der Geist hat richtig Bock. Ja. Ich glaube, er hat gesehen, dass ich nicht viel Ausrüstung mit habe. Deswegen will er mich jetzt. Das kann ich mir gut vorstellen. Sieht so ungewohnt aus, wenn hier alles leer ist, ne? So, wir nehmen... Ist nicht mit. Nimm auch... Oh, doch, die Taschenlampe nehmen wir mit. Oh, Fingerabdrücke könnten wir nochmal mitnehmen. Fingerabdrücke anstatt Sanity? 84 ist nicht mehr viel. Wir haben keine Pillen, deswegen machen wir Folgendes. Ach ja, und ja, anderen Aufgaben, die täglichen Missionen. Ich will alle täglichen Missionen machen. Sind noch ein Foto vom Geist machen und Sanity auf 0. Ohne Taschenlampe, ey. Ich habe gar keine Lust. Aber also müssten eigentlich an der Tür müssten Fingerabdrücke sein. Die hat er ja safe aufgemacht. Aber. Schon wieder eine Tür. Gefriertemperatur. Und er macht gerne Türen auf. Wenn ich jetzt anhaucht, Alter. Kein Bock. Gar kein Bock ohne Taschenlampe. Warum habe ich nicht die Kamera mitgenommen? Anstatt den EMF. Im Dunkeln EMF zu messen. Mm-mm. Und ich hoffe, dass er gleich ins Buch geschrieben hat. Könnte noch EMF5 sein. Ich gehe sogar davon aus. Okay, hat er reingeschrieben? Schade geschrieben? Run. Okay, sympathisch. Ich habe auch gestern mal so überlegt, ne? Als ich das so gesehen hatte, mal so von außen betrachtet. Sieht ja schon ein bisschen komisch aus, wenn dann da so 3 oder 4 Leute ankommen, den Raum finden. Können alle rein? Schmeißen da Sachen rein wie wild, gehen wieder weg. Da würde ich auch denken als Geist so, okay, was ist los mit euch, Leute? Also so ein bisschen unentspannt bin ich noch, ne? MF haben wir schon mal, ja, ja. Gewand haben wir noch nicht. Das könnten wir noch, ja. Wir sind bei 75. Ist noch okay. Geisterbox will ich nochmal mitnehmen. Mal kurz schauen. Wenn da jetzt nicht einfach Orb, sondern hätten wir den Geist. Weil sonst
wird es wahrscheinlich EMF sein, denke ich mal. Finde die Kamera auch gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht noch ein bisschen weiter rechts oder so, aber eigentlich ist sie okay. Nee, da werden wohl keine sein. Jetzt noch lebend die Mission abschließen. Ja, was kann es denn jetzt eigentlich noch sein? Ich bin da immer nicht so drinne. Orb oder Box? Orb oder Box kann es nur sein? Hallo? Stell die Kamera noch mal ein bisschen anders. Vielleicht auf. Oh Mann, ich hasse das mit dem Rauchen. Oh Mann, ich hasse das. Warum denn? Scheiß Geist, ey. Leg dich doch richtig rum hin. Ein EMF-Flip. Stellen die Kamera mal, wenn es. Geht das hier auf so? Also da, wenn wir da nichts sehen. Ja, aber warum sie. Also jetzt mal ehrlich, die Kamera steht nicht scheiße. Doch, da war ein Orb. Habt ihr den gesehen? An der Tür? An der Tür ist der. Ja, okay, perfekt. Schon mal gut. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich hier abhauen soll gleich. Wir müssen nämlich bei einer Jagd entkommen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Nur dieses Loopen, also ein Ausspielen des Geistes, geht nicht mehr. Okay. Zum Beispiel kannst du oben auf dem Dachboden sozusagen verstecken. Da steht ein Spind. Ah, okay. Ja gut, ich wusste nicht, dass es hier einen Spind gibt tatsächlich. Okay, dann machen wir das. Das machen wir. Das machen wir, wenn wir hochkommen. Ihr werdet es nur jetzt relativ häufig jagen. Ich hab gar keinen Bock, ne? Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich glaube, wir schaffen das Bild nicht. Wo ist der Dachboden? Ach, da ist der Dachboden, ne? Ist der nicht hier? Doch, hier. Kommt nicht mehr jetzt entgegen. Das habe ich, glaube ich, nicht geschafft, das Bild. Warum muss er denn auch schon wieder krabbeln? Weiß nicht. Bitte töte mich nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Alter, wie doll. Alter, wie doll hat er den aufgerissen? Sandra, Alter. Bist du Mannsweib oder was ist da los? Lass mich. Gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Aber schon ziemlich gut aufgerissen die Tür. Oh, eigentlich müsste ich jetzt noch das Bild machen, aber dafür ist mir meine Sanity. Aber wir müssen auch noch auf Sanity 0 kommen. Das war noch eine Mission. Dann machen wir jetzt nicht mehr das. Oder versuchen wir noch das Bild? Versuchen von hier das Bild zu machen. Können wir nicht auch hier das Licht vielleicht machen? Ich habe die Sicherung ist wahrscheinlich aus. Okay, ich lese gleich den Chat. Ich muss einmal ganz kurz gucken, jetzt, dass ich den. Was? Mein Bildschirm ist schwarz geworden. Nein, nein. Irgendwie hat mein Scheißbildschirm gerade einen Aussetzer gehabt, ist komplett schwarz geworden. Welcome back. There's some jobs ready for you.